Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sauber am Start für euch mit einer neuen Folge zu Shadow of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Wir sind beim letzten Mal hier in dieser Krypta stehen geblieben. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was es hier zu finden gibt. Bevor wir uns dann wieder auf den Weg machen, die Anführerin zu unterstützen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir in der Krypta finden. Ich hoffe, irgendwas Nützliches. Oh. Da oben ist eine Schnitzerei. Okay. Das heißt, wir müssen nach oben. Was ist das hier? Eine Tropfsteinhöhle oder was? So ein bisschen, oder? So ein little bit. Bisschen stimmt das. So. Okay. Na, Lara, einfach, nein, einfach nach rechts. Nach rechts. Du musst nach rechts. Macht's einfach nicht. Jetzt. Mein Gott. Was ist los mit dir, Lara? Warum machst du sowas? Oh. Abseilen? Aha. Ah, und dann darüber jumpen, was? Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Dahinter muss irgendetwas sein. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ne? Müssen wir uns beeilen? Hallo? Okay. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell wegrennen. Karte aktualisiert. Ach, guck mal. Hier haben wir doch schon den Schatz, den wir wollen. Mal schauen, was da drin ist. Neue Ausrüstungs... Ach, komm. Das ist halt so das Ding. Ich brauche halt... ich brauche halt diese ganzen Klamottensachen nicht. Weil wir ja schon geile Klamottensachen haben, weißt du? Jetzt hier unten durch. Ja. Ich meine, sie hat ja beim letzten Mal gesagt, als wir hier reingekommen sind, das alles wurde ja schon gemacht oder ist entstanden durch Überflutungen und so weiter. Deswegen passt es natürlich perfekt, dass jetzt wieder so viel Wasser ist. Und so viele kleine Knochen. Jawohl. Geil. Schnell nach oben, schnell nach oben. Mit ihrer schwarz gefärbten Sido-Maske. Okay, aber ich glaube. Sind wir? Nee, jetzt herrscht Verwirrung. Jetzt herrscht Verwirrung bei mir. Und es klingelt. Okay, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich jetzt wieder zurückschwimme. Kein blassen Schimmer. Nee, ich glaube, ich bin richtig. Oh Gott, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Moment. Das hole ich mir ganz kurz. Alter, wow. Heftig. Wie viele Quellen gibt's denn hier, Alter? Ja, damit. Hier ist auch noch eine, die nehme ich kurz mit. Das muss sein, Freunde. So viel Zell muss sein. Cash in die Tash. Ja, damit. Aber ganz flott hier. Also, Junge. Wer den Goldklumpen nicht ehrt, ist den Goldklumpen nicht wert. Wer den Goldklumpen nicht ehrt, ist halt... ach, keine Ahnung. Ich muss es mitnehmen, auf jeden Fall. Es ist zwar... ja, stimmt, ich überlege auch gerade, wofür eigentlich? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wofür eigentlich? Wir kämpfen kaum. Deswegen müssen wir eigentlich unsere Ausrüstung ja nicht aufbessern. Und ansonsten, was kann man sonst noch Geiles kaufen? Gar nichts eigentlich. Munition und so. Naja. Hier lang. Sehr schön. Gut, okay. Machen wir mit dem normalen Weg weiter. Hat sich jetzt absolut gar nicht gelohnt, finde ich persönlich, die Krypta. Denn wie gesagt, durch die Vorbesteller-Boni habe ich einfach so...
ja, geile Klamotten schon bekommen. Mit irgendwelchen geilen Boni. Und der nützlichste Boni, den ich bisher festgestellt habe, ist halt wirklich das mit den Zusatzerfahrungspunkten bei den Tieren. Ja, das bringt irgendwie am meisten bisher. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Übrigens hatte ich ja schon gesagt, dass ich mich frage, wie viele verkaufte Einheiten die wohl haben. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, beziehungsweise hat mir auch ein Kollege geschickt. Oh, Moment, das will ich dann gleich. Nuratu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Danke, Windows 10 Drecksprogramm. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Ätzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Oh, oh, oh. Hier haben wir noch was. Bevor es weitergeht. Die Herrscherfamilie dient inzwischen nur noch als Symbol, während in Wahrheit wir die Stadt kontrollieren. Dass wir ihr weiterhin eine Position scheinbarer Macht zugestehen, hat zwei Gründe. Einerseits können wir uns so auf unsere Suche nach der Schatulle konzentrieren und andererseits beschwichtigt es die Einheimischen, die jeglicher Veränderung mit Ablehnung begegnen. Okay. Okay, gut, dann machen wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg hier. Bleibt ja nichts anderes übrig. Kann er jetzt nicht hier irgendwie sich zusammenrollen und einfach auf den Tod warten oder so. Wir müssen ja was unternehmen hier. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Ätzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ätzli. Traue deinem Instinkt. Leitschkalankoele lo putzig. Spiele, Wicho. Alter, Ätzli, der Macher. Der King und der Herrscher. Krass, Ätzli, Junge, aufgestiegen. Heftig. Junge. Vertraue auf deinen Instinkt. Höre auf das Herz der Karten. Schnell, Lara. Oh, 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 oh. Abstechen. Weg mit dem.
Kleiner dreckiger Lump, du, ey. Boah, Junge, die kann auch ganz gut zustechen. Muss man mal so sagen, wa? Muss man mal so sagen. Kommt man hier durch? Nee. Nee. Okay. Frauenpower! Du laka tu kuchil! Okay, die Braut sollte man nicht unterschätzen. Ey, die ist ja krasse. Weißt du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Ist ja krasser als wir, oder was? Will die uns jetzt hier Konkurrenz machen, oder wie? Falscher Knopf, sorry. Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Okay. Was leuchtet denn da drüben? Ja, da sind wir zu dumm. Tja, Lara, du bist zu dumm. Du kannst den Monolithen nicht lesen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh Gott. Ja, jetzt, deswegen wurde jetzt das Gespräch unterbrochen. Das sind so Kleinigkeiten, Freunde. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach nicht passieren dürfen. Das darf einmal in einem Videospiel eigentlich nicht passieren. Ich würde doch gerne hören, was die zu bereden haben. Aber es ist doch nur logisch, wenn die hier steht und hier was zum Einsammeln ist, dass ich da hingehe und versuche, das einzusammeln. Aber dass das die Aktion, das Gespräch unterbricht, ist doch einfach nur schade. Ich meine, ich würde doch gerne mitbekommen, was die zu erzählen haben, oder? Ich meine, das ist doch gerade das Interessante. Ist jetzt schon mehrfach der Fall gewesen. Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen.
geschah mit den Jaxil? Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Junkinesh, Hutschkilitsch, Oldonesh. Die unsere Sicherheit und unser Leben bedroht. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Du sollst sehen, was er macht. Bitte um Schutz vor der nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Diese Leute? Sie haben Angst. Und das mit gutem Grund. Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Was zur Hölle geht hier ab, Freunde? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wie krass ist das hier gerade? Selbst Kinder stehen hier und sehen zu, wie da reihenweise Menschen abgeschlachtet Unschulds werden. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben. Auf der Statue. Ich pass aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Unuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Okay. Okay, ja, ziemlich krass. Wie gesagt, was da abgegangen ist, einfach die... ich dachte, ich müsste da lang. Okay. Einmal die Opfergabe, weißt du? Einfach da werden einfach Leute abgeschlachtet, die Leute feiern es. Ach, nicht rüberspringen, einfach rübergreifen. Okay. Ja, mein Fehler. Komm schon, Lara. Komm, das schaffst du. So, da bestimmt lang schwingen, oder? Gut, wie komme ich rein? Wow. Ich finde immer diese überdimensionalen Statuen so krass, einfach. Das ist auch immer diese Dimension, auch bei Uncharted, die sind genauso geil. Genauso wie hier halt, weißt du? Das ist einfach so ein kleiner Fisch bist, ein kleiner Wurm und kletterst dann da hoch. Das ist so geil. Lara, what the fuck? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Ich dachte schon, da kauert jemand in der Ecke, der noch lebt.
Einfach fucking skelettische. Diese Stucktafeln sind voller Symbolik. So, warte mal, hier hast du nichts gesagt? Kann man das nochmal untersuchen? Nee. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Das Grab des letzten Herrschers. Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist Commander Rogue. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Croft. Honorato. Nein. Gibt das hier Ätzchen? Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Ich werde dich nicht enttäuschen. Der letzte Kaiser. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Ich glaube, sie haben mich. Haben die mich jetzt gesehen? Ja, haben sie. Bam, Junge, in deine hässliche Fresse. Boah.
Sato Kukulkan! In deine Fresse, Junge! Ins Auge, Junge! Kommt doch her, ihr kleinen Schwanzgesichter! Ich alle platt jetzt. Okay, ich muss looten, sonst verschwinden die Leichen wieder. Schnell looten, looten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mich heilen. Kleine Rattenausgeburt, Junge. Na, schmeckt dir das? Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Glaube, das war's denn. Glaube, das war's jetzt an Gegnern, ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Gut. Kann nicht mehr tragen. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's denn an dieser Stelle. Wir haben alle besiegt, glaube ich. Obwohl, da hinten könnte noch einer sein. Ich glaube, da hinten könnte noch einer sein. Oder ist er nach vorne gekommen? Ist ja auch egal. Freunde, auf jeden Fall ist das jetzt hier das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja. Sie ist gestorben. Sie ist die eine damit gemeint. Ich habe ihren Namen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich werde mich wahrscheinlich wieder nur blamieren. Deswegen, ihr wisst schon, wer gestorben ist. Ihr habt ja zugeschaut. Ja, mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. Mal schauen, wie der kleine Junge darauf reagiert. Ich kann nicht mehr. Ich meine, der hat jetzt das Kommando. Könnte ja sein, dass er jetzt komplett ausrastet und seine Mutter sofort rächen will. Alles würde mich voll. Jetzt nicht überraschen. Kann nicht mehr tragen. Mal schauen, wa? Naja, gut, Freunde. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.